Nintendo! Heyo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Land 3 bzw. Wario Land. Und nach einem ausgedehnten Spaziergang beim Reisstrand geht es nun weiter mit Mount Teapot. Kurs 7. Was ist das denn? Okay. Bombenstimmung hier, whoops. Kann ich auch... Nein, ich kann unter Wasser nicht rammen. Aber ist irgendwie auch wieder verständlich. Vorsicht vor den Vögeln. Okay. Das Herz nehme ich trotzdem mit. Seepferdchen, verschwinde da. Brav. Achso, okay. Was ist denn mit den Tieren hier los, ey? Huch. Okay, cool. Okay. Wir haben zwar gleich einen Point of No Return hier, wenn das so weitergeht, aber hey, Münzen, geil. So. Okay, da unten sehen wir diese komischen Blöcke, die man eigentlich rammen kann, aber vielleicht brauche ich dafür auch die Mine. Okay. Weil ich stehe auf dem Grund, da sollte man meinen... Naja, egal. Egal, wir meckern nicht. Wir genießen unser Bad hier im Tee. Und machen einfach das Beste draus, ne? Wieder eine Münze im Block versteckt. Apropos... Oh, was hat denn? Was? Ach nö. Und das geht auch unter Wasser. Okay. Cool. Ich dachte erst an die Hasenohrenmütze von Super Mario Land 2, aber das ist natürlich noch besser. Was bist du denn für einer? Hi. Ein Riesenherz. Geil. Drei ab. Dankeschön. Süß. Cool. Da ist wieder eine Tür versteckt. Könnte das wieder ein alternativer Weg sein? Hier ist ein, warte mal. Achso, ja. Oben und B. Ich hab's wieder vergessen. Aber gut zu wissen. Ja, wieder ein Herzchen. Schön. Und was ist rechts? Eine Knolle. Ich möchte meine Düse hier aber ehrlich gesagt behalten. Die erscheint mir doch etwas praktischer. Ach, jetzt sind wir oben gewesen. Ah, ist klar. Cool. Na gut, macht ja auch Sinn. Wir waren ja vorhin die Rankenleiter einfach nur hochgestiegen. Seepferdchen. Geh weg. Das war ein bisschen knapp. Hier ist keine Tür mehr. Schade. Da ist ein Vogel. Okay. Das kann weitergehen. Okay. Yay. Verschwinde, Seepferdchen. Ich will dir nichts tun. Was ist das denn? Okay, man kann sie aber auch nicht rammen. Man sollte sie nicht rammen. Oder vielleicht liegt es an diesem Seesternchenförmigen irgendwas. Was ja fast schon wie ein Ninja-Stern aussah. Was auch immer dieses Seepferdchen da gemacht hat. Komme ich da natürlich nicht wieder nach links, aber ich glaube, das muss ich vielleicht auch gar nicht. Ja, schnell weiter. Ich hätte gerne einen Hut. Dann fühle ich mich besser. Ich mag es nicht, wenn ich so klein bin. Aber ich mag es, dass hier sehr viele Münzen sind. Mal gucken, vielleicht finden wir ja hier doch irgendwo den versteckten Schatz.
den Wario so dringend braucht, um sich später ein eigenes Schloss kaufen zu können. Irgendwie so. Ich glaube, ich habe einen Vogel gehört. Nee. Na gut. Da aber. Okay, hier ist eine leichte Strömung. Nee. Ja. Yay. Und wir sind ein bisschen größer geworden. Schön. Ja, was nehmen wir jetzt? Links oder rechts? Ich würde sagen, links, ne? Wagen wir es doch mal. Nehmen wir mal den da. Sehr gut. Soll ich jetzt nochmal? Na gut. Ich war wieder zu gierig, ne? Ja, ich war wieder viel zu gierig. Dann gehe ich wieder. Naja. Egal. Weiter geht's. Kein Wunder, dass Wario immer so grumpy ist, wenn ihm permanent die Gewichte auf den Kopf fallen. Weg mit dir. Auf den wäre ich fast gelandet. Nee, da komme ich echt nicht lang. Da können wir vielleicht irgendwie was kaputt machen? Nein. Komme ich jetzt nicht mehr hoch? Doch. Okay, das wage ich jetzt trotzdem mal. Achso, ich brauche mal einen Düsenhut, sonst komme ich da nicht lang. Oder vielleicht von rechts treiben lassen. Da ist zwar dieses komische Vieh hier, aber vielleicht wandert es ja auch weg. Lass mich mal durch, danke. So, hier haben wir wieder die Krokomünze. So, okay. Unten ist eine Tür. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? So, also. Okay. Yay! Ja, damit kann man arbeiten. Ja. Okay. Geht drauf. So, erstmal ein paar Münzen einsacken hier. Ich würde sagen, ich gehe mal links rum. Weg damit. Nee, weg damit. Okay, ich glaube, da war eine Tür. Schauen wir mal. Links ist ein Checkpoint. Da tendiere ich ja doch lieber zu, dass wir zuerst dahin gehen. Weg damit. Ne, meh, meh. Okay, cool. So, bam. Vielleicht kriegen wir auch was dafür, dass wir alle Checkpoints aktiviert haben oder so ein Krams. Meh. Ja, rumpel, rumpel, rumpel. Ach, nur eine Münze. Naja, gut. So. Dasselbe haben wir hier nochmal. Sehr schön. Hier haben wir wieder den Knoblauch aus der Hölle. Und noch ein Herzchen. So, mal gucken, ob hier was drunter ist. Nein. So, was haben wir denn hier? Aha. Ein Türbogen, wusste ich es doch. Okay, das war dumm. Aber ich wollte es gerne ausprobieren. So, Vorsicht, Strömung. Strömung, Strömung, Strömung. Strömung, Strömung, Strömung. Ich hätte gerne den Knoblauch wieder. Kann ich zurück? Ich will zurück. Ich will zurück. Ich will zum Knoblauch. Man kann zurück. Juhu. Jetzt hoffe ich nur, dass der da immer noch ist. Ja.
Sehr gut. Haha. Perfekt. Der Pelikan speit also neue Bomben. Ist klar. Ganz natürliches Verhalten. Na. Die Strömung ist ein bisschen stärker, als ich erwartet habe. So, jetzt kommt's. Jetzt ist hier wahrscheinlich der nächste Knoblauch drin. Nein, ein Herz. Okay. Hol ich mal auch schnell. Und noch eine Münze. Okay. Nein. Oh, doch, cool. Ja, nein, vielleicht. Ach komm. Eine Münze, euer Ernst? Na gut, ich eile. Für die eine Münze, die wahrscheinlich jetzt weggeploppt ist. Ja. Schade. Und ein Herz, okay. Sollte ich es riskieren? Ein Herz für Wario. So. Moment. Okay. Schade, dass ich... Was? Was soll das denn? Ich wollte gerade sagen, schade, dass ich mich mit dem Wandsprung nicht irgendwie nach oben böllern kann. Wobei, das sah aus wie ein Pfeil nach oben. Vielleicht für den alternativen Ausgang. Man weiß es nicht genau. Aber gut, Hauptsache, wir haben jetzt ein weiteres Level überstanden. Weil es gar nicht mal so extrem schlimm war. Komm, wir nehmen mal hier das Herzchen-Game, ne? Ich muss mich ja noch für Kurs C perfektionieren, damit ich kurz B machen kann. War schon wieder zu schwach. Und zu spät. Ah! Das war viel zu früh. Jetzt aber! Na, wo bist du? Und bam! Gut. Und damit haben wir wieder ein neues Leben. Juhu! Ein bisschen Geld. Yay. Es geht immer weiter hinauf. Den Berg hinauf. Zum Gipfel. Ich spring mal über den Kerl da. So, ein Herzchen wieder. Jawohl. Nehmen wir mit. Ach, was soll's. Hüpp. Okay. Noch ein Herzchen. Schön. Komm her. Geht doch. Ach, was mache ich noch mit dem? So. Einfach ignorieren. Wahrscheinlich auch da. Kann das sein, dass die Seepferdchen mich verfolgen? Eventuell. Ich weiß es nicht genau. Hüpp. Das war eine doofe Idee. Das war eine sehr doofe Idee. Ja gut, egal. Fangen wir nochmal an. So. Ich finde es aber irgendwie ein bisschen schade, dass man sofort klein wird, wenn man getroffen wird, auch wenn Wario Hörner am Helm hat. Also, ich habe gedacht, das wäre eine Zwischenstufe. Aber nun gut. Dann üben wir uns in Geduld und lassen die Gegner einfach vorbeiziehen, ne?
Hier ist jetzt keiner, okay. Geh weg. So, Speerfreund. Verzieh dich. Ich sagte, verzieh dich. Darf ich den jetzt die ganze Zeit mit mir rumwerfen da? Das ist der Kollege. Ja. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Ah, so. Okay. Okay. Da links war zwar auch eine Tür, aber ich nehme mal die hier. Ich hoffe, ich kann mir später merken, wo ich überall lang gegangen war. Wahrscheinlich nicht. Yeah. Na, okay, ich habe gedacht, die würde sich anders verhalten im Flug. Menno! Aber genau das meinte ich. Warum habe ich jetzt alles verloren? Das ist ein bisschen doof. Wäre schön gewesen, wenn ich jetzt nur meine Fähigkeit verloren hätte. Na gut, wagen wir es ganz langsam und chillig. Wir haben es ja im Grunde nicht so eilig. So, und da ist die nächste Düsenknolle. Yay! Okay. Was ist das denn? Ein Schlüssel. Cool. Und den habe ich immer noch. Bäh, was ist das? Das hing an mir. Und hier ist schon Ende im Gelände. Aber was mache ich mit dem Schlüssel hier? Der muss doch in ein Schloss. Aber ich habe das Schloss nicht gesehen. Ich habe gedacht, das wäre hier. Oder war das da vorne? Irgendwo. Ich sehe aber auch nichts. Hier war keins, ne? Weil ich meine, ich kann den auch rumschleppen. Wahrscheinlich bis zum Anfang des Levels. Aber ich kann mich nicht erinnern, da irgendwo ein Schloss gesehen zu haben. Das ist doch ein Schlüssel, oder? Ich meine, es sieht danach aus. Es hat einen Bart und gut, es wirkt ein bisschen dreieckig, aber gut. Na egal. Wird sich alles noch aufklären. Mein Helferlein hat mich ja schon gewarnt, dass man manche Level, beziehungsweise manche Welten ein zweites Mal bereisen sollte. Ah, Schätze. Geil. So. Exit. Ich habe keinen Bock auf ein Gewicht auf meiner Fontanelle. Okay, weiter. Auf zum Gipfel. Aha. Okay. So. Ah! Schade. Ah. Ach, das geht bei denen ja nicht. Ah, ja, stimmt, ja. Blöden Seepferdchen. Ah! Ich hab's in seinem Blick gesehen. Warte, und hier wollte ich eigentlich gerne durchrushen. Ich meine, es hat sich angeboten, aber na gut. Vielleicht kommen wir irgendwie anders dahin. Oder auch nicht. Schade! Ah. Nein! Och man, ich hab doch... Ja, komm. Aus Frust.
Wir waren ja noch relativ am Anfang des Levels, da kann man sich das wohl erlauben, ne? So, Vorsicht, da kommt der Vogel. Bidüpp! So, Düse. Da war ja wieder nur ein Herz, ne? So, galoppier weg. One up. Yay. Also kein wirklicher Verlust. Immerhin. So, ein paar Münzen nehmen wir natürlich. Ich bin damit. Wo kommt denn das wieder her? Ah, jetzt aber. Okay, bei den Korallen, das, ja, das hätte ich mir denken können, dass man sich da piekst. Hau doch ab da. Danke. Zu gütig. Gefahren an jeder Ecke. Und eigentlich hätte ich hier als Kleiner nochmal lang gehen müssen. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Na egal. Na, was hast du dran gedacht? Ich wusste es nicht. Aber gut. Oh, schön, ich kann die Sterne sehen. Und der Gegner gleich auch. Er zerfällt zu Stern. Ey! Und da geht mir die Lunte aus. Ja klar, sicher. Und warum geht's hier nach unten? Wie kommen wir da hin? So nicht. Hätte ich dann noch weiter nach? Nee. Nee. Da ist auch kein versteckter Weg oder so. Zumindest fällt mir das so nicht auf. Obwohl, warte mal. Wir sind ja jetzt klein. Gehen wir mal gucken. Ein Herz, okay. So. Huch, da war ich etwas zu übereifrig. Ja gut, wahrscheinlich kommen wir jetzt weiter nach rechts. Ja, kommen wir. Aber ich gehe mal hier lang. Ah, okay. Hier. Keine Lust, darunter zu fallen im unendlichen Abgrund. So. Knolle, Herzchen, Münze. Was will man mehr? Na gut, eine Cola und eine Pizza wäre noch cool. Noch eine Knolle. Yay. Ich sammle alle Schätze auf. Jede einzelne Münze. Und hier komme ich nicht mehr weiter. Was? Was hast du für eine Hitbox, Junge? Ja. So. Also so langsam könnte das Level aber auch zu Ende gehen. Aber das ist nicht die... Ja, ist klar. So, das ist nicht die letzte Tür. Ach, Harald! Guten Tag! Lange nicht gesehen. Okay, hier fällt man runter. So. So, bitteschön. Alles klar. Ich wage es wieder. Nehmen wir mal den rechten Eimer. Naja, gut. Nehmen wir mal den linken. Vielleicht finde ich da den Ausgleich für... Okay. Na gut.
So viel haben wir also jetzt nicht verloren. Ich gehe wieder. Nein, ich gehe wieder. Nein, ich gehe wieder. Ah, schön. Okay. So, dann gehen wir jetzt in den Berg hinein. Anscheinend ins Innere. Nee. Nee. Also mit der Hitbox muss ich mich wirklich noch anfreunden können hier. Geh weg. Geh weg. Rampeldon. Okay. Easy. So. Na. So. Vorsicht. Noch eine Münze. Auch immer mal hier lang? Nee. Ja klar, verfolg mich ruhig. Blöd, Mann. Ja. Interessant, hier ist eine Tür. Und eine Münze. Gehen wir mal hier rein. So, okay. Ich meine, wir sind ja bei einem Berg mit einer Teequelle. Da ist es irgendwie verständlich, dass wir auch sehr viel schwimmen müssen. Aber nach dem Strand hätte ich jetzt gern so langsam ein paar trockenere Level. Ich meine, gut, wir kraxeln jetzt hier wieder Leitern rauf und runter. Aber ich wollte es nur gesagt haben. So, kommen wir hier irgendwie... Bestimmt, ne? Aha. Jawohl. Ich überliste das Spiel. Haha. Ich glaube, das muss ich sogar. Das scheint mir eine große Tür zu sein. Was ist das denn? Kann man nicht bezahlen? Dafür habe ich den Schlüssel gebraucht von vorhin, ne? Obwohl ich denke mir, hier im Level wird es definitiv einen neuen Schlüssel geben. Nein! Nein! Kriege ich den jetzt irgendwie wieder hoch? Okay, löst er sich auf? Nein. Ich kann leider meine Düse nicht aktivieren, wenn ich... wenn ich das Ding in der Hand habe, ist das Problem. Ich komme jetzt nicht mehr hoch. Das ist ein bisschen doof. Jetzt haben wir das Ding hier. Ich meine, ich kann damit bestimmt auch Gegner bewerfen. Nee. Okay. Was ist das denn hier? Ah, okay. Ah, okay, cool. Warte ich mal runter. Danke. So. Das wird jetzt natürlich etwas witzig, wenn ich das bei jedem blöden Münzchen mache. Ich lasse es, glaube ich, lieber, oder? Ja, da kommt der nächste. Moment. So. Tja, jetzt habe ich die ganze Zeit den Schlüssel für das Schloss, das wir definitiv gesehen haben, aber... Huch! Es gibt Powersterne? Cool! Haha, letzten auch noch erwischt. Gut. Hm?
So, es gibt keinen Weg zurück mehr. Tada. Ich versuch's mal wieder mit dem Herzchen-Level. Nehmen wir mal wirklich jetzt Kurs B. Oh, die sind schnell. Die sind schnell. Okay. War auch zu spät. Ich muss das früher machen. Jetzt. Jawohl. Okay. Und bam. Nein. Nee, es war zu langsam geworfen. Aber hey, immerhin etwas. Wir haben jetzt 8 Leben. Das ist schon mal schön. Okay. Aber das war jetzt sehr interessant mit dem Schlüssel. Und das ist noch nicht das Ende. Das ist noch nicht das letzte Level. Es hat nur einen normalen Punkt. Was ist das denn für ein Vieh? Ich ignoriere den Vogel da mal. Na, der geht baden. Okay. Okay. Weil ich dem Vieh jetzt einen Gegner in den Korb geworfen habe, kriege ich Münzen? Das ist ja geil. Das wusste ich nicht. Ich weiß nur, unter mir ist Lava, deswegen will ich da eigentlich nicht reinspringen. Aber ich möchte auch gucken, was wir hier haben. Hier haben wir wieder den Feuerhelm. Ich glaube, den behalte ich erstmal und gehe jetzt weiter nach rechts. So. Machen wir es lieber so, ne? Dann kann ich Gegner auch rammen. Was ist mit dir los? Naja. Das war die Rache. Das war Karma. okay. Ich will es jetzt aber trotzdem versuchen. Ich möchte dieses Level noch schaffen. Auch wenn der Part jetzt leider schon über 30 Minuten hat. Na, das hat nicht gezählt. Das ist klar. So. Her mit dem Zeug. Dankeschön. Vor allem waren das 10er Münzen. Das ist nicht zu verachten. Komm mal mit. Ja, dann nicht. Ich glaube, ich lasse den Feuerhelm mal. Ja, schade. Komm mal her. Ich brauch dich mal. Wo ist das Huhn? 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 Schade. Verschwinde. Ja. Sollte ich den Sprung da unten hinten wagen? Aber es ist bestimmt nur ein Herz. Oder der Düsenhelm. Nee, ich gehe da nicht lang. Was ist das denn? Ah, wie... okay. Jetzt hab ich dich. Okay, hätte mal hindüsen können. Wahrscheinlich war da doch ein Düsenhelm bei dem letzten Block. Jetzt sind wieder die bösen Enten. Die Piratenenten.
Interessanter Trick. So, verschwinde. Was passiert jetzt? Was? Was ist das? Der Teepot hat einen Deckel bekommen. Okay. Ich versuch's nochmal. Das erschien mir doch einfacher. Auf Anhieb, ha! Geil. Yay. Easy. Have a rotten day. Und bam! Yay! Alles klar. Okay, haben wir immer noch nicht so viel Neues, muss man sagen. Aber das wird, ne? Ach, jetzt ist da der finale Level. Alles klar. Aber ich glaube, ich gucke mich nochmal mit dem komischen Schloss da um. Oder irgendwie. Da muss es bestimmt einen Trick bei geben. Naja, das verschiebe ich leider auf den nächsten Part, denn, ja. Ich hatte eigentlich gehofft, die Parts könnten alle so 20 Minuten lang werden, aber, naja, gut. Dafür haben wir im nächsten Mal, vielleicht auch die Möglichkeit zu erfahren, was hier denn noch alles passiert mit den Leveln, wenn da jetzt ein Deckel drauf ist und so Krams. Also, bis bald und tibi tschüss!